Heute geht es um dein drittes Auge. Das dritte Auge ist ganz wichtig für unsere Entwicklung, für unsere Fähigkeiten, für unsere Intuition. Eigentlich ist das dritte Auge für alles wichtig, was uns betrifft. Und so werde ich dir jetzt gleich einige Ratschläge geben und Übungen zeigen, was du tun kannst, damit sich dein drittes Auge weiterentwickelt. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und heute geht es um das dritte Auge. Das dritte Auge sitzt ja hier oben in der Mitte der Stirn und ist ein Chakra, welches auch seine Energie austauscht, so wie alle anderen Chakren über die Aura. Das dritte Auge ist bei den meisten Menschen ein bisschen, ja, sag ich mal, unterentwickelt. Jeder Mensch hat ein drittes Auge. Und je nachdem, wie wir uns verhalten, was wir tun, können wir das dritte Auge aktivieren. Ich habe jetzt ein Hintergrundbild gewählt, das so ein bisschen fantastisch ist. Denn wenn das dritte Auge beginnt, sich zu öffnen, werden wir Dinge sehen, die wir sonst nicht so leicht sehen. Eins ist sicher, wir werden nicht sofort ganz klar sehen. Das ist einfach, es braucht einen Weg, bis es soweit ist, dass du ganz klare Bilder empfängst. Meistens beginnt es damit, dass du einfach Farben wahrnimmst. Wenn du also deine physischen Augen schließt, geht ja das dritte Auge auf und dann nimmt man als allererstes meistens Farben wahr. Und der zweite Schritt wäre, dass man dann also auch Bilder bekommt. Bilder, die sind unscharf, die sind vielleicht auch nur mal kurz da und dann gleich wieder weg. Also es gibt da so viele Variationen in diesem Bereich der Wahrnehmung, dass es für jeden Menschen einfach auch anders ist. Was jetzt aber wichtig ist, damit sich dein drittes Auge entwickeln kann, werde ich dir gleich erzählen. Denn dein drittes Auge mit ihm, wenn das geschult ist, entwickeln sich deine Fähigkeiten viel leichter und viel mehr. Du hast Zugriff auf deine Fähigkeiten viel intensiver. Das dritte Auge stärkt deine Intuition. Es gibt dir Sicherheit und du hast dieses Bauchgefühl, was dich niemals mehr auf eine falsche Richtung führt. Du hast also bist da ganz sicher in der Intuition und du bekommst Zugang auf dein Potenzial. Auf dein ganzes Potenzial, also das dritte Auge, ist, man könnte sagen, das Wichtigste, eins der wichtigsten Dinge, die wir unterstützen sollten, um spirituell weiterzukommen. Und jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Das ist so. Und es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich sehe nichts. Es gehört halt auch Mut dazu, alles sehen zu wollen. Und der Mut dazu, die Kontrolle loszulassen. Das wäre der erste Punkt. Lass die Kontrolle los. Denn sobald du beginnst, deine geistigen Fähigkeiten unbewusst, das geschieht meistens unbewusst, kontrollieren zu wollen, bleiben die stecken. Die entwickeln sich nicht weiter. Und dann kommst du da nicht voran. Und dann kommt es dazu, dass du sagst, ich sehe nichts. Obwohl es gar nicht stimmt, weil die Fähigkeit ist tatsächlich bei allen da und sie ist nur unterschiedlich entwickelt. Also wenn jemand sagt, ich sehe nichts, dann wisst ihr, er macht sich was vor, er kontrolliert zu sehr seine Energien, er lässt es nicht zu, dass was gesehen wird. Dieser Mut, einfach mal sich fallen zu lassen und ohne eine Kontrolle auszuüben, einfach mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich mich in einer Meditation fallen lasse, weil das wäre der zweite Punkt, meditiere jeden Tag. Wenn du meditierst, schließt du ja deine physischen Augen, dann geht das dritte Auge auf und du erkennst irgendwelche Farben, du erkennst vielleicht Bilder,
Aber wenn du es kontrollierst, wenn du darauf wartest und sagst, oh, ich bin gespannt, was ich jetzt sehen werde, und wenn du dann denkst, oh wow, das ist, ich möchte unbedingt dies oder das sehen, wird nichts geschehen. Da wird einfach nichts geschehen, weil der Verstand in dem Moment so stark ist und meint, es müsste was geschehen, und die Energien sind natürlich, sie sind beweglich, sie sind intelligent und sie lassen sich nicht gerne festhalten und in einen Zwang hineintreiben. Deswegen wirst du da nichts sehen. Es gibt manchmal Menschen, die schreiben unter ein Video drunter, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gefühlt. Das sind solche Menschen, die einfach zu sehr über den Verstand reagieren und zu sehr unbewusst kontrollieren. Also ich sage einfach, nehmt euch doch mal den Mut und lasst euch fallen. Guckt nicht, was geschieht, was geschehen kann, was sein könnte, sondern einfach mal den Kopf leer machen und sein lassen, geschehen lassen. Und dann kommen die Bilder, ihr werdet es sehen, dann kommen plötzlich Bilder, und meistens erschrickt man ja da ganz sehr, wenn plötzlich ein Bild kommt, und dann ist es auch gleich wieder weg, weil man dann versucht, das festzuhalten. Also das ist so ein gewisser, ja, ein Fortschritt, der sich zeigt und dem man dann auch den Freiraum lassen sollte, so dass es dann immer öfters vorkommt und man dadurch immer mehr sehen wird. Also wichtig ist meditieren und keine Kontrolle ausüben. Das sind die zwei wichtigen Dinge. Und dann kannst du natürlich Übungen machen. Übungen, wo du dir Dinge visualisierst. Also zum Beispiel, wenn du zu Hause bist, hast du vielleicht, kannst du dir vorstellen, wie dein Schrank aussieht, wie dein Wohnzimmer aussieht oder dein Auto oder dein Garten. Also du kannst anfangen mit leichten Dingen, mit einfachen Bildern, die du dann einmal anschaust, dann die Augen schließt und dir dann mit deinem dritten Auge dieses Bild vorstellst. Das ist Visualisieren. Also dadurch übst du dein drittes Auge, dir Bilder zu zeigen. Und diese Übung, die kannst du immer schnell mal zwischendurch am Tag machen. Braucht nicht viel Zeit. Aber du solltest es tun, denn dadurch unterstützt du deine ganze spirituelle Entwicklung. Und das ist ja wichtig, wir möchten ja gerne alle weiterkommen. Und je besser dein drittes Auge ausgebildet ist, umso leichter wird dir alles Spirituelle fallen. Und natürlich auch über die Intuition. Die anderen Dinge, die nicht so spirituell sind, die werden dir auch leichter fallen. Einfach weil du in Harmonie bist mit deinem Körper, mit deinen Chakren, weil das dritte Auge, das ist ja ein Chakra, das sagte ich schon, aber es braucht auch diesen Energiekreislauf, den Austausch der Energien, die uns ja vom Universum zur Verfügung gestellt sind. Das ist diese Lebensenergie. Und da schwingen wir über den Chakren in dieser Lebensenergie. Und wenn das dritte Auge schön gereinigt ist, also dieses Chakra gereinigt und ausgedehnt ist, dann kann es auch umso mehr von dieser Energie aufnehmen. Um das zu unterstützen, könntest du ganz viele Videos von YouTube dir anschauen. Es gibt auch von mir einige. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und ihr werdet sehen, wenn ihr tatsächlich euch die Zeit nehmt und es jeden Tag macht, dann wird sich das dritte Auge immer mehr öffnen. Und das ist ja das Ziel. Also zuerst beginnen wir, Kontrolle loszulassen, dann meditieren wir, dann visualisieren wir tägliche Übung und hören Videos an, wo das dritte Auge gereinigt und ausgedehnt wird. Wir werden heute auch am Ende eine Meditation, ich werde Merlin rufen, er wird uns unterstützen, das dritte Auge zu reinigen, zu öffnen und einfach diese Fähigkeit, dass sie sich entwickeln darf. Und wenn du das von mir aus jeden Tag machst, diese vier Dinge, aber bitte ohne dich unter Druck zu setzen, denn jeglicher Druck schadet, jeglicher Druck, ich habe es vorhin schon gesagt, der nützt nichts, weil dann die Energien nicht arbeiten. Sie werden das nicht tun, was du möchtest, sobald Druck da ist. Also wenn du es spielerisch machst, einfach so oder neutral, sagst auch, ich mache jetzt mal die Übungen und es ist so schön, diese Übung zu machen und völlig egal, was passiert, dann gibst du
deinem dritten Auge die Chance, dass es sich einfach öffnen kann. Und bis das Auge ganz geöffnet ist, das dauert. Was ihr auch noch machen könnt, es gibt von mir montags immer eine Übertragung zur Öffnung des dritten Auges. Das sind auch ganz starke Energien, die das noch unterstützen. Ich habe unter dem Video den Link aufgeschrieben, da könnt ihr mal gucken. Das ist eine Gruppenenergieübertragung, die schon einigen Menschen geholfen hat, dass sich das dritte Auge öffnet. Also ihr seht, es gibt tatsächlich viele Dinge, die man tun kann. Man kann sich auch um die Zirbeldrüse kümmern, weil die ist ja das Organ, was mit dem dritten Auge zusammenhängt. Und dann kommt es darauf an, dass ihr aufpasst, was ihr esst, dass ihr keine Chemikalien benutzt, dass ihr wirklich fluoridfreie Zahnpasta zum Beispiel nehmt. Also da habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Schaut euch die nochmal an am besten. Es ist einfach ein Zusammenspiel vieler Dinge, die wichtig sind, damit das dritte Auge sich weiterentwickeln kann. Und wie gesagt, sobald ihr das jeden Tag macht, wird es immer besser werden. Und es dauert ein halbes Jahr, ein Jahr, länger, kürzer, je nachdem, wie man so schon in seinen Fähigkeiten entwickelt ist, wird sich da was tun. Es wird nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist einfach so. Das wird es nicht geben. Aber wenn du es immer wieder machst, und wenn du es jeden zweiten Tag machst, ist ja auch okay. Aber wenn du es in Freude machst, das ist das Wichtigste, in Freude und spielerisch, dann kannst du das unterstützen und dann werdet ihr noch ganz viel Freude damit haben mit eurem dritten Auge. Und jetzt rufe ich Merlin für euch gleich, damit er uns mit seiner Magie, mit seinem Wissen das dritte Auge öffnet und uns ganz, ganz dolle dabei unterstützt. Übrigens, wer mich gerne persönlich kennenlernen möchte, der darf mich im August, am 27. und 28. August in Marburg zum spirituellen Treffen dort treffen. Und zwar wird das Thema sein über unsere Sternenfreunde. Ich werde neue Wesen channeln und wir werden ganz viel Unterstützung bekommen, wir werden Hilfsmittel bekommen und die neuesten Botschaften erhalten. Es wird so herrlich sein. Und wenn dein drittes Auge bis dahin, wenn du bis dahin schon ein bisschen dran gearbeitet hast, wirst du ganz viel wahrnehmen können. Denn auch dafür ist es gut, wenn das dritte Auge von dir schon ein bisschen geschult wurde. Und habt keine Angst, getraut euch ruhig mal, die Kontrolle loszulassen. Denn überleg mal, was könnte dir schon passieren? Außer, dass du plötzlich was siehst. Sonst kann nichts passieren. Ein wunderschönes Erlebnis kann passieren. Und das wünsche ich euch jetzt auch gleich bei Merlin. Ich habe hier das Merlin-Spray extra mal hergeholt. Und ich schicke auch ein bisschen rüber zu euch, dass ihr das die Energie aufnehmen könnt und spürt Merlins Anwesenheit, Merlins Energie. Und so bitte ich dich jetzt, dich energetisch auf die Botschaft von Merlin vorzubereiten. Denn diese Botschaft, sie wird hochenergetisch sein und sie wird direkt in deinem dritten Auge wirken. Und so bitte ich dich jetzt, nimm einen tiefen Atemzug der Liebe. Und dann nimm einen tiefen Atemzug des Lichtes und dehne dich mit diesen Energien aus. Spüre, wie dich das Licht und die Liebe anheben, wie sie dich tragen, diese Energien, und es dir ganz leicht machen, dich jetzt fallen zu lassen. Und so erlaube dir, die Kontrolle abzugeben und dich jetzt einfach mal so tief wie es geht fallen zu lassen. Denn du weißt schon, je tiefer du dich fallen lässt, umso intensiver
wirst du spüren und fühlen können. Und so halte ich die Energie für dich, währenddessen ich Merlin rufe. Einströmt die Magie, einströmt das mystische Heilfeuer und ich, Merlin, betrete diesen Raum. Ich betrete diesen Raum, in welchen wir uns gegenüberstehen werden. Ich wurde heute gerufen, um für dich dein drittes Auge zu aktivieren. Und so solltest du es bereits spüren. Denn ein jedes meiner Worte trägt magische Energie. Und diese magische Energie macht es, dass du dein drittes Auge spürst. Vielleicht mit einem kleinen Klopfen oder ein dumpfes Gefühl, ein Druck auf der Stirn. Alles, was du fühlst, ist richtig. Vertraue. Denn Merlin wirkt für dich in der tiefsten Achtsamkeit. Und du bist geschützt durch die Liebe und das Licht, welches du trägst. Und so beginne ich nun, dein drittes Auge und deine Zirbeldrüse zu reinigen. Ich tue dies mit dem Merlinstab. Ich berühre energetisch deine Stirn und ich nehme das, was Verunreinigungen bewirkt, und transformiere in Liebe und Kraft. Spüre nun, wie es geschieht. Und nun lege ich meinen Finger auf dein drittes Auge. Reinige zusätzlich alle Verkrustungen, die sich dort angesammelt haben, und befreie dich von allem, was dich belastet, was dein drittes Auge belastet. Es geschieht ohne Worte, aber es geschieht voller Liebe. Und nun sende ich dir Energien, welche dein drittes Auge ausdehnen. Die kosmische Liebesenergie durchflutet dein drittes Auge, fließt durch dein Chakra, verbindet sich mit deiner Aura und dem ewigen Kreislauf der Liebe des Universums. Spüre diese Energie, denn sie wirkt zugleich heilend und aktivierend. Und so genieße jetzt diesen Moment, denn er ist heilig. So wurde dein drittes Auge gereinigt, ausgedehnt und aktiviert. Merlins Kraft, Merlins Liebe und Merlins Magie, all dies habe ich dir zur Unterstützung geschenkt.
Und ich lege dir ans Herz, wenn es dir möglich ist, diese Meditation so oft wie möglich, diese Botschaft so oft wie möglich zu wiederholen, denn damit unterstützt du dein drittes Auge. Die Zirbeldrüse, sie bedarf noch ein wenig meiner Zuwendung und so reinige ich sie jetzt für dich noch einmal ganz intensiv. Die energetischen Linien zwischen deiner Zirbeldrüse und dem dritten Auge, sie werden ebenfalls gereinigt und gestärkt. Vielleicht spürst du es. Die Energien wirken sanft und kraftvoll, so wie es gut für dich ist. Und so genieße auch diese Momente, denn sie sind heilig. Jetzt berühre ich dein drittes Auge noch einmal mit meinem Zeigefinger und umrahme es mit meiner Liebe und meinem Licht. Vertraue, alles wird so sein, wie es gut für dich ist. Und so verabschiede ich mich von dir mit einem Lächeln, einem Schmunzeln. Und wenn du magst, darfst du mich auch anlächeln. Und so danke ich dir, dass du heute hier warst und freue mich, wenn du wiederkommst. Ja, ihr Lieben, das war Merlin. Es war wunderschön. Hey, mein drittes Auge, es ist richtig aufgeladen mit Energie. Und ich denke, bei euch ist es auch so. Schreibt mir bitte unten rein, wie es euch geht und ja, ob ihr diese Botschaft wiederholt und wie ihr euch jetzt euren Alltag organisieren werdet, damit sich das dritte Auge immer weiterentwickelt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Und wenn euch die Botschaft gefallen hat, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Einfach hier draufklicken und ich sage jetzt schon vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.